So Leute, und grüß euch vom Linksbar zu The Magnificent Trophyfix, bevor es losgeht, ne? Wenn ihr mit diesem Hobby loslegen wollt, einen Metalldetektor, mit einem Metalldetektor auf die Suche zu gehen, erwählt euch bitte zuerst die Nachforschungsgenehmigung, auch NFG genannt. Dazu meldet ihr euch bei eurem Kreisarchäologen, also den Kreisarchäologen eurer Stadt. Und er meldet euch dann zu zwei Kursen ein, einmal einen Praxis- und Theoriekurs, Theoriekurs, genau. Die beiden müsst ihr einmal absolvieren und das war's, dann müsst ihr nichts bestehen oder so. Dann bekommt ihr die Nachforschungsgenehmigung und ihr könnt loslegen. In einigen Bundesländern kostet das alles was, bei mir in Niedersachsen zum Glück nicht. Und in Bayern habt ihr noch das Glück, dass ihr noch gar nichts davon braucht, aber bald wird es sofort sein. Und los, Zeit läuft und los geht's. Zack, Metalldetektor auch und los geht's, weiter geht's. Tada, la 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 la. Da 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 da. Yay. Oh Mann, da hab ich mir. Junge, was soll denn das? Puh. Oh ja, Vorfall, hab ich mich jetzt verjagt. Okay. Mein Akku scheint endgültig leer zu sein. Gute Zeit, gut, Zeit fürs Mittagessen. Wir treffen uns am Auto. Wer zuletzt ankommt, ist ein faules Ei. Ja, ich hau dir gleich die Schüsse ab. Hast du verstanden, Frau? Soll ich dein Ernst jetzt? Nein, 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 Leute, mein Scheiß, ich würde niemals eine Frau. Nein, nein. Oh ja, wenn die Woche nur rum ist, wird der Wagen bestimmt total verdreckt sein. Und pass auf, dass du nicht alles. Oh, du liebst dein Auto wirklich, was? Ja, und? Wie hat dir denn dein erster Morgenschwester gefallen? Boah, war fantastisch, ne? Macht Spaß und ich bin gerne an der frischen Luft. Danke für die Einladung. Gerne. Ich meine, danke, ja. Nicht zu danken. Und das Gold und all die Schätze, die wir finden, sind ein netter Bonus. Wir tun also so, als wäre nichts passiert? Wie meinst du das? Es ist jetzt Ewigkeit näher, aber du tust so, als hätten wir uns nie aus den Augen verloren, als wäre alles okay. Okay, also was hast du so gemacht, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Sollte ich nicht eigentlich die Frage stellen? Zum Beispiel, warum bin ich überhaupt hier? Und wieso bist du nicht bei der Arbeit? Dein Job stand doch immer an erster Stelle, du warst wie besessen. War ich, bin ich immer noch, aber... Aber? Ich habe in letzter Zeit wie eine Verrückte geschuftet. Ich dachte mir, ich schau mal, wie Motherload ohne mich klarkommt. Wenn du meinst... Motherload. So ein halber Name. Mama fragte mich, was ich mag. Und ich sagte, ich mag Matsch total. Ich wünschte, sie wäre noch da und könnte sehen, was sie erschafft mal. Ihr kleines Auto-Ausrüstungsgeschäft ist. Hier ist ein Imperium. Wusstest du, dass wir die größte Arbeitgeber im Tal sind? Ohne Motherload wäre Stunning eine Geister am Start. Und wenn Papa in Rente geht, wirst du das Imperium übernehmen. Übernehmen? Ja, also Papa, wie die Leute vermutlich mir übertragen. Ich bin die Älteste, obwohl auch die Schlauste. Und die bescheidenste der Motherload-Schwestern sowieso. Aber sicher. Auf jeden Fall bist du die Beste drin, Bäume hochzuklettern. Daran erinnerst du dich noch? Aber ja, all das bin ich. Perfekte Voraussetzungen für den Chester. Die Firma muss einfach an mich gehen, oder? Bist du sicher? Und da bist du dir sicher? Ziemlich sicher, ja. Ich weiß, dass ich Papa imponiere. Er sagt mir immer, wie stolz er ist. Deshalb wird das wohl sein Plan sein. Aber ihr habt nie darüber gesprochen, ne? Und wenn du dich irrst? Ich bin länger hier als Lucy, daher würde ich alles andere als keinen Sinn ergeben. Und dein Vater sieht das auch so? Okay, Papa hat es nie wirklich gesagt, aber das war immer sein Plan, also dass ich den Namen übernehme. Ich dachte, wir hätten Pläne gehabt, wir waren ein Team, bis du mich gefallen lassen hast und vergessen hast. Ah! Bis du mich fallen gelassen und vergessen hast, so jetzt. Das ist nicht fair, Adam. Und war es ist auch nicht. Ich habe dich nie vergessen. Ich wollte nie, dass du gehst. Ich musste so handeln. Ach ja. Naja, jetzt bin ich hier. Aber du hast immer noch nicht gesagt, warum werden wir hier darüber reden. Warum ich wirklich hier bin. Wir sind hier, um den Ohrring zu finden und nicht um den ganzen Tag belegte Brot und Jaffa-Cakes zu fordern. Oh, Jaffa geht sich auf Hunger. Der Akku sollte jetzt aufgeladen sein. Na los, weiter geht's. Ja, okay. Ach ja, das habe ich auch schon gegessen. Oh Mann. So.
dann zack und los geht's. Und sauer mich jetzt nicht mehr voll, du Kuh. Und jetzt komme ich überhaupt nicht mehr vorwärts. Wenn jetzt gleich wieder ein Signal kommt, dann prügel ich in den Kopf ab. Und dann prügel ich in den Kopf ab. Nein, Leute, wie gesagt, ich fasse Frauen nicht an. Egal auf welche Art und Weise, mache ich nicht. So, zack. Also so schon mal gar nicht. Und anderweitig nicht ohne zu fragen. Ohne dass ich weiß, es ist wirklich. Na, ne? Ein schönes Auto. Herrlich. Ich habe ein wunderschönes Auto gefunden. Cool. Selbst ich weiß, dass das ist. Was es ist. Sind einige Spielzeugautos. Mann. Gute Vorlage sind sie nur etwas wert. Und original verpackt. Hahaha. Hinges Auto wäre etwas nicht so schlecht, aber. Und du kriegst langsam wirklich Übung. Wäre ebenfalls. Bruchschick ist Modell. Deins ist ziemlich auffällig. Mann! Du wohnst so 5 Minuten Fußweg von Model entfernt. Brauchst du da wirklich etwas so teures? Wenn ich mal los will, auf Erkundungstour. Außerdem macht das Fahren damit Spaß. Wirklich? Und wann hast du das letzte Mal eine Spritztour gemacht? Hey, ich arbeite weniger, da darf ich mir auch mal was gönnen. Ich habe mir das Auto echt verdient. Definitiv, Michael. Was gönnen? Die Kiste benutzt du doch, nur um dich von zu Hause zur Arbeit zu befördern. Eines Tages mache ich einen Roadtrip, du kannst auch mitkommen, aber weil du gemein bist, nimmst du den Bus. Auch gut, ich fahre gerne Bus, das sind andere Menschen und ich kann entspannt zusehen, wie die Welt vorbeizieht. Doch. Ach ja, und was ist mit diesen Freaks, die in jedem Bus sind und mit sich selbst? Oh Moment, der Freak bist ja du. Leichhaus, aber wirklich. Ach, du findest, ich bin ein Freak? Die Frau ist frech, bis zum geht nicht mehr, also wirklich unglaublich. Oh. Und ab geht's. Warte mal, ich wurde gerade schon wieder verarscht. An der Stelle, wo ich jetzt was gewöhnt habe, bin ich doch gerade lang gegangen. Naja, wahrscheinlich ist das Spiel so programmiert, dass erst nach Gesprächen so dann sich Funde freischalten wahrscheinlich, wa? Also, ja, ist definitiv so. Eindeutig, hundertprozentig so. Oh, ist ja bei Treasure Hunter so genauso. Ja, ich weiß, ich muss ja aber. Oh, und jedes Mal die neue Aufforderung ist hoch. So. Oh, wieder eine Münze, cool. Ja, schicke Tanze. Zack, ja, komm, fotografiere das auch. Cool, ich habe eine Münze gefunden. Kann ich mich jetzt zur Ruhe setzen? Beth. Nee, die sind ziemlich weit verbreitet. Tut mir leid, aber such fleißig weiter. Okay. Ich habe ja auch noch 12 Minuten Zeit, oder? Also gut. Machen wir dann. Dann suchen wir schon weiter. So, jetzt geht's ab in diese Linie. So, genau. Such schon weiter. Ja, ich suche weiter. Oha, aha. Das Spiel verarscht mich ja schon wieder. Gerade ich war noch. Das gibt's doch gar nicht. Gerade ich war doch da noch gar nicht. Gerade eben bin ich ja. Oh. Ja, das ist es dann so. Das. Was ist denn das? Könnte ein Hering sein. Jetzt meine Güte. Könnte wirklich ein Hering sein. Egal, fotografieren, zack, jawohl. Könnte das. Das sieht mir ganz nach einem Zelthering aus. Sag ich doch. Jetzt kommt wieder sie. Ja, sieht so aus. Ich war schon seit Jahren nicht mehr campen, aber du, es gab mal eine Zeit, da hast du praktisch im Zelt gelebt. Stimmt, als Kind, aber jetzt bin ich zu beschäftigt. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal in viel Freien übernachtet habe. Aber das sollte ich mal wieder tun. Einfach losfahren und mir ein schönes Flächen suchen, wo ich meinen Zelt bechecke. Das wird sicher ungemütlich. Nur mit euch weit, weit weg von der Arbeit und dem Stress. Ich schätze, die Arbeit ist mir zur Gewohnheit geworden. Also immer auch an Wochenenden. Aber das gehört zum Erwachsenen dazu, denke ich. Adam, sagt wer? Die alte Beth wäre lieber auf eine Feld gestanden, anstatt den ganzen Tag auf Schreibtisch zu hocken. Ach ja, diese Beth mochte auch Bananenbrot und den Geruch von Lagerfeuer in den Klamotten. Sie ist ein, wir haben uns weiterentwickelt.
Das stimmt. So, zack und ready. Ja, schon wieder. Nein? Oh, wirklich mal hin. Nice. Bin ich mal gespannt, was wir da haben. Jetzt ist ja damit. Ein, das ist aber kein Ohr, das ist ein Kompass. Oh! Ein Kompass, wie cool ist das denn? Hey, schau mal, ein kaputter Kompass. Das ist ein Zeichen, wir werden nie wieder den Weg zurück zum... Oh, was soll der Scheiße so schnell? Sorry Leute, das... Ja, egal, ich hab's ja aufgenommen, den Text, ne? Könnt ihr dann einfach das Video pausieren und dann lesen, ne? Ganz einfach. Jetzt will ich mal was testen. Kann ich rausgehen, hör mal? Aha, ich kann raus. Wie lol ist das denn? Ich kann doch außerhalb? Im Ernst jetzt? Oh, da ist sie. Ich kann doch ernsthaft außerhalb suchen? Echt jetzt? Im Ernst jetzt? Das habe ich. Haha, wie cool. Mal gucken, ob in der Ecke was ist. Aber ich glaube, hier werde ich gar nichts finden. Dass ich jetzt, würde ich sagen, hier laufe. Ich glaube, hier ein Fehler. Ha, oh Mann. Egal, hab's mal getestet, ob wir da raus können. Und ja, wir können da. Oh. Im Ernst, hier ist was? Im Ernst jetzt? Aha, wie geil ist das denn, ey? Da, wo ich gar nicht suchen soll, habe ich aber was gefunden. Das ist ja mal cool. Ha, naja, bin mal gespannt. Morgen mal gucken. Boah, oh, eine Haarspur. Boah, na. Also im Ernst, sowas habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Meine Güte. Was aus den alten Zeiten? Nur eine verrostete alte Haarspange. Hast du die etwa verloren, als du das letzte Mal hier warst? Blöd, Mann, die ist alt, eventuell aus den 1950ern. Ist vielleicht runtergefallen, als der Pärchen sich hier in der Leidenschaft hingegeben hat. Aha, okay. Umgeben von Kühen? Du hast ja eine komische Vorstellung von Romantik, Beth. Wieso ist das denn nicht romantisch? Und wo wir beim Thema Haare sind, ich hätte dich heute früh fast nicht erkannt. Dadurch, ich hätte noch immer einen Pferdeschwanz, aber im Ernst. Ich habe mir gerade eine neue Frisur gegönnt. Was hältst du davon? Die eigentlich wichtige Frage ist doch, gefällt sie dir? Gut. Das heißt dann wohl, die gefällt sie nicht, oder? Ah, nein, ich meine, sie gefällt mir schon, aber meine Meinung zählt ja nicht, oder? Danke, aber scheue dich nicht immer so mal was Nettes zu sagen. Kommt das nicht etwas aufdringlich rüber? Nein, nicht, wenn du es ehrlich meinst. Ich schätze, ich sehe auch ein bisschen anders aus. Du siehst genauso aus, wie ich es mir vorgestellt hatte. Okay, Schluss mit den haarigen Angelegenheiten. Geh und finde was für mich. Am besten etwas, das spannender ist als eine Haarspange. Ja, Mädel, weißt du, wenn ich mich mal lachen lassen würde, mich nicht immer voll sabbern würdest, ne? Ja, das ist natürlich nicht das Problem. Was soll ich jetzt ausprobieren, Leute? Ob wir hier was finden? Das wäre ja witzig. Das wäre total witzig, wenn wir jetzt hier im Schuppen was finden würden. Oh Mann. Nein. Klar, wir finden hier nichts. Hätte man sich aber auch eigentlich denken können. So. Oh, der labert. Der redet so langsam, ey. Und da steht sie. Und sabbert mich zu. So. Gehen wir erstmal noch so auf das dazu. Weil wir noch diese Linie hier natürlich abchecken müssen, ne? Ist ja klar, ist ja logisch. Okay, da ist wohl nichts. Na gut, da geht's natürlich wirklich jetzt nicht. Nein, kommt nichts. Okay, bist du jetzt noch da? Oi, oi, oi. Oh, okay, da kommt wieder was. Ja, oh, in der Richtung. Oh, oh. Aha. Aha. So, graben. Okay, was haben wir da?
Oh ne, ist cool. Natürlich, vergessen, Entschuldigung. Was ist das? Wieder was für die. Ja doch, ne Moment, das ist nichts für. Doch, das ist auch irgendwie was für die Haare, doch, da. Cool, cool. Fotografieren, Mensch. Was Tanik für seine Punkrock-Szene bekannt? Beth. Ernst oder Scherz? Eine Windelnadel? Eine Windelnadel, damit die Windeln nicht verrutschen. Und diesen ganzen Einwegwindeln mit Gummizug hat man Windeln mit Sicherheitsnadel befestigt. Ach, stimmt. Wer hat denn eine Windelnadel mitten auf dem Feld gewechselt? Der Bauer und seine Frau? Frau Hobbes, weißt du noch, als sie verschwunden ist, zusammen mit dem Baby? Ich erinnere mich an das Getratsche der anderen Mütter. Danach hat Bauer Hobbes praktisch wie ein Einsiedler gelebt. Wo ist sie hin? Das weiß niemand. Klar, es gab Gerüchte in der Schule, machten tausende Theorien die Runde. Eine Frau und ihre Kinder verschwinden und wir haken es einfach als Gerüchte und Tratsch ab? Kacken, habe ich das gelesen. Wir waren Kinder mit zu viel Fantasie. Ich schätze, es war einfach nur eine ganz normale Trennung. Das passiert dauernd, aber die Leute tragisch spekulieren trotzdem gerne darüber. Okay, zack und weiter geht's. Na ja, gut, jetzt bin ich schon. Ich meine. Entschuldigung, Leute. Oh! Feierabend für heute. Ja, ich will auch sagen, auf jeden. Na, was ist denn los? Halt, ey! Was soll denn da für Scheiße? Warte, die Maus denn jetzt! Wenn wir nicht noch. Klar, ich denke schon, zumindest noch ein bisschen. Ah, oh, Mann, der Pilot ist sofort. Oh, Idiot, ey! Wo hast du die scheiß Maus gelassen gehabt? Ich wollte Feierabend machen, weil der Part eigentlich schon zu Ende ist, Mann! Das ist doch ein Holz, ey. Aber wisst ihr was, Leute? Ich sage an der Stelle auch, bis zum nächsten Mal, ne? Abonniert meinen Kanal, wenn ihr wollt, und gebt mir einen Daumen hoch und hinterlasst mir das in den Kommentaren. Das war's erstmal mit dem Mecke Magnificent Trufferpigs. Bye!